Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X. Wir sind beim Illuminum Schnuhalt Süd. Da wird Musik gespült. Gut, wir haben noch das hätte ich die Offscreen machen können, aber wozu? Ziehen wir das Ganze in die Länge, ne? Na, habe ich wirklich vergessen. Ich habe nicht daran gedacht, dass wir ein Level Up hatten oder genügend Ability Points für Sphärobrett, um ein Sphärobrett Level zu erreichen. Ja. Aber gut, dass ich es noch vorher mache. Weil aus Gründen. Na, ich habe in der letzten Folge ja schon angekündigt, wir werden jetzt mal mit dem Schnuder übers Wasser gleiten. Und dann haben wir einen Kampf. Also das habe ich ja eh schon gesagt, es wird einen Bossfight geben. Und wir werden eine sexy Lady treffen, ja. Kommt einiges zusammen. Gut, wir speichern gleich noch einmal drüber. Und dann haben wir es soweit eigentlich schon. Ja, schade. Geht alles nicht. Ich bin gerade auf Spielersuche für die BZ Aerox. Weil immerhin müsste ich ja so weit spielen, dass ich die andere Ekstase für Walker bekomme. Also zumindest so lange. Und schade ist, dass diese Hypella, wie hießen, wieso, dass die nicht mehr involviert sind ins Spiel. Also das ist da nicht extra. Also da kann ich schon mal warten, da gibt es kein extra Dorf oder so. Ein bisschen schade. Ich bin bereit. Entschuldigung. Ja. All aboard. Irgendwie schade. Juhu! Der Schnuh, der braucht keinen Schuh. Da trägt er uns übers Wasser. Hey! Hey! Huh? Take a look! What? Take a look around. Whoa! A sunken city. A Machina city, 1,000 years old. They built the city on top of bridges across a river. But the weight of the city caused the bridges to collapse, and it all sank to the bottom. Right, it's a good lesson. A lesson? Yeah. Why build a city over a river, yeah? Well, it would be convenient with all that water there. Nope, that's not why. They just wanted to prove they could defy the laws of nature. I'm not so sure about that. Yevon has taught us. When humans have power, they seek to use it. If you don't stop them, they go too far, yeah? Yeah, but don't you use Machina too? Like the stadium and stuff, right? Yevon, it decides which Machina we may use, and which we may not. So what kind of Machina may we not use, then? Remember Operation Meehan? That kind. Or war will rage again. War? More than 1,000 years ago, mankind waged war using Machina to kill. They kept building more and more powerful Machina. They made weapons so powerful, it was thought they could destroy the entire world. The people feared that Spira would be destroyed. But the war did not stop. What happened then? Sin came, and it destroyed the cities and their Machina. The war ended, and our reward was Sin. So, Sin's our punishment for letting things get out of hand, eh? Man. That's rough. Yeah, it is. But it's not like the Machina are bad. Only as bad as their users. It's because of people like the Albed screwing everything up.
What could that be? What could that be? Sit down. Sorry. Ah! The outlet! Ja, habe ich nicht so viel versprochen, ne? Da Luna, ist der besagte Bossfight. Hallo. Kann reinsetzen. Sollte normalerweise kein Problem darstellen, sage ich jetzt einmal. Außerdem kennen wir den ja, ne? Das ist ja im Prinzip der, was wir ja schon, oder zumindest so ähnlich wie der, was wir schon in Luca da bekämpft haben. Aqua Shooter. Ja, wir haben da nicht wirklich was Großartiges, Steigertreffer der Truppe. Mal so eine kleine Boost-Runde. Nutzen wir das, was wir haben. Hass zum Beispiel ist doch nicht verkehrt. So. Ich glaube, jetzt müssen wir richtig draufhauen. Bereit für den Minenangriff. Ich glaube, wenn man genug Schaden macht, sinkt er wieder ab und dann passiert nichts. Jawohl. Er nimmt Schaden und taucht unter. Der Gunther. Jung. Vernichten. Schön, das hat er gut gemacht. Super. War easy. Aber ich denke, der ist allgemein leicht, weil du eben nur das Zweier-Team hast. Und der wird absichtlich dann leicht gehalten, weil wir haben ja schon Gegner gehabt mit mehr Health Points und so mittlerweile, der Bossfights. Ne? Aber über 900 AP bitte, ne? Und ein Eisring und viermal Mega-Phönix. Mega-Phönix. Nice. Are you hurt? No, I'm fine. Oh, Grah, those outbed. Is everybody okay? Is everybody okay? We're all okay now. Yuna. Super, full speed ahead. Full speed. Damn the outbed. What do they want from us? Could it have something to do with Luca? What are they after Yuna for? Wait, they're mad they lost the tournament. Oh, wait, they're mad about Operation Meehan. I wonder, didn't Kamari's clansmen say something about summoners disappearing? Ah, so the outbed are behind that. Those sandblasted grease monkeys. Hey, Waka. It's no use complaining about the Albed now, right? We'll protect Yuna from anyone, anywhere. It's that easy. That's all I need to know. Well, I guess so. You're right.
Er ist so lieb. Das Männchen. Okay. Das ist also Lady Yuna. Aha, verstehe. Kein Wunder, dass die LP das auf eine so wichtige Persönlichkeit abgesehen hat. Aber übrigens, das Kimari hat ja letzte Folge dann so angeteasert, es riecht nach Öl. Das wird wahrscheinlich der Grund sein, ne? Beziehungsweise, das war wohl offenbar der Grund, dass es nach Öl gerochen hat. Ja, mit seinem feinen Näschen hat es auf das erwittert. Kimari fail as guardian on Shupov. Kimari never fail again. Kimari fail as... Oh, der arme Kimari. Might be more out bed. Keep watch, yeah? Yeah. Might be more out bed. Looks like we're stuck here for a while. Wie wäre es, wenn ihr Sir Braska mal in Guadalson haben besucht? Ihr werdet von den Elbet über. Ihr wurde von den Elbet überfallen, seid ihr auch wirklich nicht verletzt? Ich mochte noch miterleben, wie Lady Yuna die stille Zeit einläutet. Ihr wurdet von den Elbet überfallen, seid ihr auch wirklich nicht verletzt? Ich möchte noch mit. Also. Können wir dann noch hin? Ne? Wenn man jetzt nicht alles täuscht, kriegen wir hier irgendwo einen relativ guten Blitzballspieler. Ich hab die Machina der Elbet zerstört, sehr gut, seid gesegnet von Jevon. Wir müssen die Wachen verstärken, damit Elbet nicht hierher herumlungern. Schlafen tut der Schnur, warten wollt ihr, bis ihr erwacht? Ich frag mal, wie er rüberkommen ist, er war nicht bei uns drauf. Oder sind da zwei Schnurs unterwegs gewesen, oder wie? Er hat die Preise jetzt auch wieder angekommen, ne? Oder? Ich hatte mich gewundert, warum auf dieser Seite des Flusses keine Halsabschneider sind. Aber ehe ich mich versah, hatte ich von dem Typen dort schon tonnenweise Zeug gekauft. Alt? Da liegt noch ein Buch. Nach 5 Jahren endlich sah ich meine Tochter, die mir von Sinn genommen wurde, wieder. Muss schon sagen, ein wundersamer Ort, dieses Guadalsolam. Guard Yuna. Guard Yuna. Ja, das mache ich natürlich, indem ich in die andere Richtung laufe. Lady Yuna scheint eingetroffen zu sein. Man spürt förmlich die Erregung des Volkes. Das große Erbe des Vaters, zu dem vom Volk geliebt, geradezu perfekt. Guadalsolam ist ganz in der Nähe, doch auf dem Weg sind viele Monster. Ich gebe euch den Rat, gut gewappnet zu sein, bevor ihr aufbrecht. Jetzt muss ich entscheiden, ob ich bei der Bürgerwehr weitermache oder nicht. Ich wollte die Sache im Abyssum mit jemandem bereden, aber ob das richtig ist? Skau, Miu, Spieler frei, komm herbei. Nummer 5. Das ist recht gut. Ich glaube, das ist. Kann man denn, ich weiß jetzt gar nicht, war der Dormann oder was ich Dormann? Nein, ich draußen. Aber das ist relativ. Gudi. Kann man was anfangen damit? Ja, wer liegt denn da? Wie sonderbar. Hallo, du schönes Wesen. Ich freue mich schon auf die Spesen. You're not dead? Ne? Jetzt wird's erotisch. Warum passiert mir sowas nicht? Thought I was done for back there. Ah! Riku! You're Riku! Hey! You're okay! How you been? Terrible.
Yeah, you don't look so good. What happened? You beat me up, remember? Huh? Oh, that Machina? That was you? Mm-hmm. Oh, that really hurt, you know. You big meanie. Wait, but you attacked us! Nuh-uh. It's not exactly what you think. Yo! Friend of yours. And you could say that. Pleased to meet ya. I'm Riku. Yuna? Lulu? I told you about her, remember? She was the one who helped me before I was washed up on Besaid. She's an Albed. Ah. Wow, so you like all your life. What luck meeting here, huh? Praise be to Yevon. So, Riku, you look a little beat up. You okay? Waka. Huh? What? There's something we need to discuss. Oh, go ahead. Girls only. Boys, please wait over there. Right. Sorry, Waka. Huh? Wenn die Lulu stinkt, sie trotzdem ab. Sie so. Sir Orin, I would like Riku to be my guardian. Show me your face. Huh? Look at me. Oh, okay. Open your eyes. As I thought. No good? Are you certain? 100%. So, anyway, can I? If Yuna wishes it. Yes, I do. Riku's a good girl. She helped me a bunch. Mm-hmm. Well, I'm for it. The more the merrier. Righto. Then I'll just have to be the merriest. It was strange. Even though Waka had always hated the Albed. Riku, at your service. He never realized Riku was one of them. Ja, weil sie auch noch Mensch ist. Riku. Okay. Die Riku. A treasure chest. I wonder what's inside. Wie sie zuckt, das ist ein bisschen gruselig, oder? Schatztruhe im Kampf, okay. Wenn alle Monster besiegt sind, könnte die Schatztruhe nicht mehr geöffnet werden, zudem wenn die Kisten zerstört, wenn man sie angreift. Also es geht also jetzt nur hier, dass nur eine Schatztruhe kommt, ansonsten müssen wir immer vorher. Blödert. Und dann. Alles killen. Jetzt ist halt natürlich. Alter, die Zug, das ist echt gruselig. Das ist ein Horrorfilm. Ja, wir können basteln, zwei Items sammeln tun. Wenn wir jetzt diese Bomberseelen bekommen, wenn ich die anfinde. Ja, zwei Stück. Feuersturm. Der ist ja mehr als tot. What did you just do? That was great! I can combine items and use them like this. It's not that tough, really. Schön. Schön, schön. Wir haben halt noch einen mehr, den wir trainieren müssen. Oh, ich meine, ich bin. Sie ist eigentlich sehr nützlich, wenn man wirklich
die Dinge zusammenfarmen möchte. Dann ist sie eigentlich unverzichtbar. Das macht sie dann doch wichtig, aber so fürs Kämpfen direkt ist sie halt eigentlich jetzt nicht unbedingt die beste Wahl. Ne? Jetzt habe ich sie bei meinem ersten Durchlauf so gut wie gar nicht also eingesetzt. Ich kann mir noch gar nicht. Aber ich habe schon einmal gesagt. Ich bin nicht der große Deep-Fan. Meine, man, an sich ist die Klasse schon cool, aber ich bin damit einfach so schlecht im Umgang. Kann man mit leben, viel kann es eh nicht sein. Ne? Oh, gut für zwei Gegner. Ja. Rico, watch and learn. Ja, wie man daneben haut, das hat er von seiner großen Klappe. Aber hier kann man halt tolle Sachen stellen. So ein Mega-Potion ist schon halt ist schon recht praktisch, da kann man sagen, was man möchte. Yuna here. Und jetzt ist halt einfach nur das Schwierige, dass man halt ja alle durcheinander wieder einsetzen muss, wenn man halt levelt. Es kann dann schon auf die Nerven fallen. Allow me. Wenn wir halt jetzt noch einen mehr haben, aber ja. Andererseits, was soll's, ne? No worries. Booyah. Booyah. Für jeden 160 ist auch okay. Woohoo! Mega Potion. Ja. Hier wäre Guado Salam. Schauen, ist hier irgendwas? Die Kamera ist so schwenkfreudig. Aber offenbar nicht. Weil ich bin dann wirklich gewillt, den Weg nochmal so ein bisschen zurückzulaufen. Ich möchte jetzt noch nicht direkt zu die Guados. Das haben wir jetzt davon, super. Aber ein bisschen leveln schadet nicht. Miss me? Ja, der Bossfight war halt so schnell vorbei. Muss ich gestehen, damit habe ich nicht gerechnet. Tada! Tada! Clown. Ein Allheilmittel, ja. Kann man auch immer brauchen. Ja, klar, weiter mit Feuerer. Ja. Na, ich denke, ich werde die Folge kurz halten, weil ich muss dann leider weg. Das ist das Hauptproblem an der Sache. Aber, ja, das Highlight haben wir jetzt eh schon erlebt. Es war halt ein bisschen zu schnell. Ich bin selbst überrascht, dass man scheinbar, habe ich doch gut gelevelt. Besser als sonst. Damit hätte ich eigentlich nicht gerechnet. Muss ich gestehen. Ah! Got you covered. Ha. Deshalb war das Ganze so schnell erledigt. So, wer hat denn da jetzt durchschauen? Du kannst, was hat er da? 1009. Oren, nochmal rein. I foresee no difficulty. Ja, dann ist gut. So, und jetzt müssen wir fast davon nichtend hinbekommen. Well then, what next? Ja, bitte.
sehr gut. Da springt jetzt ein bisschen was raus. Tobsuchtarm, das ist natürlich jetzt für die Riku. Die hat die Arme als Ding, da hat sie nichts. Armschutz ist auch nichts, Tobsuchtschutz zumindest, ja, besser als gar nichts. Ich laufe diesen Weg nochmal so zurück, mach noch ein paar Kämpfe. Sammle noch ein paar Eindrücke. Ja. Ach, schön. Das Küsschen, Alter. Die Gegend ist echt voll mit dem Vieh. Let them come. Ja. Ich komme, so. Öfter als du denkst. Ekstase wäre hier, ja. Nicht wirklich lohnenswert. Kann man mit ihm angreifen? Ich glaube nicht, gell? Ja. Sehr schön. Oh. Ja, Juno, bleib jetzt drin und mach Weißmagie Medica. Ja, das stört ihr das blind nicht, bei Magie ist es egal. Und das stumm muss ich wegkommen. Ja, freilich. Gut. Riku. Gut, wir machen das so. Oh, jetzt wieder normal. Ja, diesmal wird es wahrscheinlich kein Ding werden. Nein, Kimari war noch nicht dran. Kein vernichtend, leider. Aber immerhin besser als nichts. Aber da sieht man schon den Unterschied, ne? Vorhin waren es 3,18, jetzt waren es 2,18, also 100 weniger, gell? Knapp 100 weniger. Oder 99. Ja, Wahnsinn! Everyone, look sharp. Dass da mal eine andere Truppe kommt, ist ja unglaublich. Ja. Kann man nichts machen. Yuna. Yuna hier. Gut so. Ja, weil nächste Folge haben wir dann Guado, die Guados. Dann treffen wir unseren alten Freund auch wieder. Und Seymour, den Schleimscheißer. Und dann werden wir sehen, was Yuna für Angebote zu offerieren hat. Es wird noch spannend, jetzt geht es dann erst richtig zur Sache. Kommen dann die perfiden Pläne langsam zum Vorschein. Gut, da bin ich das einmal so zurückgelaufen, einfach zum Spaß für uns. Wir können ja mal kurz. Wir können eigentlich die Charakterwerte unserer Mannschaft. Also. Das würde mich noch interessieren. Aber vielleicht können wir ja gleich mal schauen, was der Miyu da kann. Oder Mayu. Spielerdaten: Mayu. Level 1. PH 15. Tor 4, Fangen 11, Angriff 14. Mehr halt zum Beispiel auch Schlüsselbiss, Torwart, Power, Poker, Risiko. Also der ist auch
mehrfach gut zum Einsetzen. PH 15. PH heißt ja eigentlich normalerweise, ist ja das die Defensive, ne, in die Richtung. Also ich denke mal, physisch Health Points, sowas. Physisch Attack ist 2, denke ich mal, ne. Tor 4, also das dafür ist wieder nicht zum Gebrauchen. Passen. Ja, ist 2. Angriff. 14. Ist halt irgendwie schade, ne, wenn die Werte da ein bisschen anders verteilt werden, ne? Wenn Passen zum Beispiel höher wäre. Wäre das ganz geil, aber ich denke, wir könnten den ganz easy als Torwart nehmen. Fangen 11. Und das hat er alles, schau dir das an. Giftschuss, Schlafschuss, das ist halt. Die haben halt irrsinnig viel. Hexenpass. Giftangriff, Schlafangriff, das sind halt tolle Sachen. Molle, ja. Ja, ist schwer zu sagen, weil andererseits wäre schon irgendwie ganz interessant, durch das, dass er Giftpass und Hexenpass und Schlafpass, das hat, könnte man den Pass doch schön hochpushen. Dann würde er vielleicht doch irgendwie was hinkriegen. Also, das wäre zumindest da. Der Keeper. Na, der ist. Fangen 5, ne? Ich meine, was willst du damit, ne? Ah, der Titusball, so, ja, gut. Schwer zu sagen, ich weiß es noch nicht. Schauen wir, was wir halt noch so finden. Torschützenkönig würde Pokern bekommen, der Spiral-Liga. Könnten ja mal wie ich. Ein Match wagen, oder? Oh, jetzt ist 2:30. 10 Minuten wird's gehen. Schauen wir mal rein. Wir würden die Ronsos an. Oh mein Gott. Titus Tataletti. Angriff, PH. Eigentlich wäre immer so durch runter. Mittelfeld, Letty mit Passen 11 ist er eigentlich eh gut. Das halt wirklich nicht, wo ich die hin tun soll, aber im Endeffekt, ich kann die später immer noch raus tun. Wird so am besten sein, damit wir wenigstens irgendwann im Tor haben, der was reißt. Und ich denke, der wird bei dem Match im Tor einiges zu tun bekommen, also da dürfte das Level gut aufsteigen. Die Ronsos sind echt stark, finde ich. Also die halten halt viel aus. Sehr robust. Robuste Gänge, man, gut, die haben auch robuste Körper. Versuch's einmal normal. Wenn wir doch relativ dicht dran sind. Ja, scheiße. Ja, ich möchte noch nicht den Checked Special dann raus haben, weil dann ist Titus mit den HP komplett am Boden. Das ist ja, die Trippeln ja bei uns einfach komplett durch. Die kann jetzt bis nach vorn. Ja. Das ist überhaupt kein Problem.
Die meiste Zeit haben die den Ball. Also das kann man jetzt schon darauf einstellen, die machen die meisten Aktionen. Also das wird jetzt die ganze Zeit so. Wir kriegen den Ball, können wir von denen so gut wie nicht abnehmen. Wir können nur hoffen, dass wir mal wirklich mit dem Pass vielleicht verschätzen, weil das war jetzt sehr relativ knapp. Aber die spielen ja wie ich, über das ganze Feld. Also wir kriegen den Ball nicht mehr. Entweder schießen sie uns wirklich mal aufs Tor oder... Wir haben echt Glück, dass das einmal passiert. Weil bisher haben es keinen wirklichen Torschützen, hätte ich noch nicht gesehen, der wirklich jetzt dann schießen könnte. Aber seht ihr, der steckt alles ein. Jetzt, der Basi Ronzo mit 9, okay. Das ist sozusagen der Torjäger. Wie gesagt, der dribbelt halt durch, ne? Was soll ich machen? Der kann bis, Alter, der kann in unseren Tormann reinschwimmen. Gut ist, dass er jetzt schon schießt, weil dann dürfte, das dürfte kein Problem sein. Oder könnte zum Problem werden dadurch. Ah, schau. Super. Die können wirklich nervig werden, die Ronzos. Jetzt werden wir nicht mehr voll rumtun, jetzt werden wir ran. Da kann ich normal ballern. Steht hier vom Tor. Yes! Sehr gut. Das ist sehr gut. Ich muss sie so oder so die Spiele dann machen. Die Blitzball-Games, aber bis man halt dieses Aurochs T, glaube ich, was wir Oren bekommen. Ah, wir Walker bekommen. Die Ekstase, weil das kann man gewinnen. Das weiß ich noch nicht was beim Turnier oder bei der Liga. Und ja. Das würde man eigentlich schon brauchen für ihn. Das ist echt. Also ich kann wirklich empfehlen, das zu holen. Das lohnt sich. Ich meine, du kriegst natürlich auch diese komischen Marken. Irgendeine Marke kannst du auch gewinnen, ist natürlich auch für Walker. Ne? Und du kannst dann dort in dem Café für ihn die ultimative Waffe abholen. Und die kannst du dann entzaubern. Aber das kommt dann ja später erst. Weil die Waffen musst, kannst du zwar holen, aber du musst sie entzaubern auch noch. Das macht das Ganze erst aufwendig. Mein Gott, geht der mir auf die Eier mit seinem Dribbling, Dribbling, Dribbling. Ja, aber jetzt ist er vorbei, ne? Boah, mein Gott, kann ich sagen, man, das müsste ja... Ja. Hat er sich zu früh herumgespielt. Sehr gut, Mio Level 2. Wie sind die Werte jetzt? Bangen hat er dazu bekommen. Schau, hat er natürlich gleich mal wieder einen mehr. Ja, mehr haben wir nicht. Aber mit Keeper hätte man das, hätte das wahrscheinlich schon. Ja, wahrscheinlich nicht gewonnen. Der hätte den ersten Ball schon nicht gehalten, wäre schon unentschieden. Und wie gesagt, wir müssen halt natürlich. Wir kriegen nicht oft den Ball und den, wenn wir ihn haben, dann müssen wir die Chance nutzen und wirklich ein Tor machen. Weil die schwimmen durch, der kann nicht. Der geht jetzt durch alle durch. Siehst du? Ohne macht das ja nichts. 20 pH ist klar, ne? Oder nur 4 fürs Tor. Wie gesagt, der könnte halt direkt vor unserem Tormann stehen und wird wahrscheinlich nicht reintreffen. Gut, das war knapp. Jetzt wirft er den Ball noch ganz hinten wieder. Warum? Ich weiß es nicht. Die spielen, das ist aber bei. Ich weiß nicht, ob das die KI so ist, aber die Rons, also ich habe das Gefühl, die sind ja die einzigen, die das immer so extrem spielen, kommt man vor. Ich glaube, die anderen Mannschaften waren da nicht so. Die werfen wirklich so unlogische Pässe an und dann alles, dann wirft er wieder ganz nach hinten.
Jetzt schwimmen sie wieder ganz nach vorn. Dribbelt wieder nach vor. Wieder mit jemandem, der nur Torschuss 1 hat. Ne? Dann haben wir dann wieder dann passen lassen. Wir gehen jetzt bis zum Torferie und dann passt er wieder ab. Ja, endlich einmal, Alter. Ich habe das Gefühl, sie sind langsame Schwimmer. Schau mal, wir ziehen die voll davon. Kommen wir mal hinterher. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Haben wir schon eigentlich normalerweise safe durch, ne? Ja, das spielen ja jetzt eh wieder 3 Minuten. Ist halt schon spannend. Ich kann da gut zuschauen und brauche nicht viel was machen. Jetzt geht ja alles automatisch. Oh, Hexenpass, oder? Letztes Mal, ja. Wenn man sich fragt, warum man dann durch alle durchstoßt, Männer. Ich sehe keine Logik, ne? Und da steht eh daneben. Oh, Sphäroschuss. Na, das kann gefährlich werden. Man kann nämlich hochgehen. Oh, 12 ist es. Okay, das ist schon erledigt. Sehr gut, gibt wieder Punkte. Einfach lässig nach unten schwimmen. Gleiche Taktik wie vorhin. Sie sind echt langsam. Das ist halt, dafür halten sie halt voll aus. Aber sie sind echt verdammt langsam unterwegs. Das ist sein größtes Problem. Ja, super. Den kann ich nicht. Ich kann nur probieren bis hierhin. Ja, das ist alles scheiße. Das ist jetzt, kann ich nur schätzen und hoffen. Ja, und hab natürlich Pech. Und die HP sind trotzdem weg, das ist gemein. Ah, Scheiße. Ja, hätte nochmal in die Mitte passen sollen, wäre gescheiter gewesen. Hab's mir noch gedacht. Aber ich hab halt gehofft. Aber im Endeffekt ist es egal. 2 Tore haben wir gemacht mit Titus. Es geht ja um den Torschützenkönig, der kriegt ja natürlich auch wieder was extra. Ich möchte schauen, dass ich das mit ihm erreiche. Oder zumindest mit jemand aus der Mannschaft. Das wird es halt wahrscheinlich eher nicht sein. Wenn man Glück hat, kommt der Pass gar nicht an. Super. Ja, das ist halt jetzt wieder suboptimal. Ne? Ja, im Endeffekt kann ich sauer draufbleiben, das nutzt ja nichts. Gibt übrigens noch Erfahrungspunkte. Ja, war klar. Man doch kein Glück gehabt. Aber trotzdem nicht schlecht. Ja, mit dem Tormann ist es schon immer ein bisschen leichter, wenn du Judan hast. Meine andere sind natürlich so, die halten strikt das, wie seit Aerox Team, aber dann habe ich noch nie gemacht. Habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock. Wobei ich doch immer, ich habe doch immer doch einen Teil der Mannschaft immer drinnen. Ich meine, irgendwann später kann man sich Walker nämlich noch einmal ins Team holen. Das geht. Aber das ist halt dann leider so spät erst. Wenn du in der Zwischenzeit schon ein paar Spielchen machst, ja, schau halt hinterher. Hinkt er halt noch hinterher, ja. Die haben schon Level 4 Leute, wenn du denkst. Wobei wir jetzt auch, ne? Level 5, schon mit UF 3, super. So, wir sind auf Platz 1. Jetzt habe ich das, weil das so lange dauert. 3 Punkte. Tore schon. Teilen wir uns zu einem ersten Platz mit 2 weiteren. Biscom und Guillermo Guado. Mifuel, genau der ist er noch. Brüderchen. Brüderchen ist zum Beispiel. Ah, super.
kommen aber erst später heim und er ist verdammt schnell. Dann haben wir das auch einmal gemacht. Das ist ja gerade. Gut, Freunde. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Ich muss jetzt leider los. Und in der nächsten Folge starten wir dann direkt von Guado Salam. Ich laufe dann hin offscreen. Ihr habt es eh gesehen. Eventuell. Na gut, das Ferrobald kann man noch machen. Wenn ich mich verabschiede. Ja. Dann starte ich von dort an. Wie gesagt, haben wir dann einiges nochmal zu sehen und wir bekommen wieder einige Wissenslücken gefüllt. Und ja, dann werden wir schauen. Normalerweise noch müsste man, kommt die Donnersteppe auch gleich in, dann dran. Und die werden wir logischerweise auch gleich mitnehmen. Dann jetzt müssen wir schauen. Was ist denn das für Scheiß da jetzt? Level 1 Ferropass imitieren. Kommen wir eh nicht hin. Ja, ich würde gern. Gilklau. Brauchen wir das Level 2 Sphärostopp? Ich weiß gar nicht, haben wir sowas? Haben wir nicht. Ja, du jetzt auch nicht groß herum. Braucht man nicht unbedingt, Gilchau. Ja, machen wir anders. Sehr gut, so kriegt man viele Health Points, das ist sehr wichtig. Ja, jedenfalls, da werden wir dann wahrscheinlich die Donnersteppe und das dann gleich mitmachen. Und dann kommen wir tatsächlich schon. Ja. Noch nicht ganz, aber wir sind dann schon in der Nähe von den Gegnern, wo ich dann tatsächlich das erste Mal wirklich gestruggelt bin und länger festgehangen bin, wo ich ja erzählt habe, dass ich dann ja, nicht weiterkommen bin, weil ich halt auch nicht mehr zurück konnte, weil ich halt blöd gespeichert gehabt habe. Und ich hätte dann wieder komplett von vorne anfangen müssen. Und man wäre prinzipiell nicht die Tragik gewesen. Mir eh sonst Spaß gemacht, trotzdem wollte ich halt irgendwie noch weiter, ne, klar. Anstatt wieder von vorne zu beginnen und nochmal das zu spielen, was ich gesehen habe. Ja, bin ich schon gespannt, wie man den Gegner dann dieses Mal schaffen. Wird recht spannend. Also, ich sag danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.